Übungen zum Sprechen. Sprechen Teil 1. Sich vorstellen. Sie sollen über sich selbst sprechen. Sie bekommen eine Liste mit Wörtern. Sie können diese Wörter benutzen. Name, Alter, Land, Wohnort, Sprachen, Beruf, Hobby. 1. Finden Sie einen Vorstellungstext für diese Person. Antworten Sie auch auf die Fragen am Ende. Sprechen Sie den Text zuerst laut, dann schreiben Sie. Beispiel: Mein Name ist Britta Neumann. Ich bin 24 Jahre alt. Ich bin Deutsche und wohne in Hamburg. Ich studiere an der Universität in Hamburg Medizin. Ich kann gut Englisch sprechen und ein bisschen Französisch. Ich habe nicht viel Zeit für Hobbys, aber in den Ferien fotografiere ich gern. Fragen: Sind Sie schon einmal im Ausland gewesen? Wo? Was haben Sie dort gemacht? Als Schülerin war ich 3-mal in England. Ich habe dort Sprachkurse besucht. Und im letzten Jahr habe ich ein Praktikum in Amerika gemacht, in Boston. A. Ich heiße Stephen Nicholson. Ich bin 31 Jahre alt und ich komme aus England, aus London. Seit 2 Monaten wohne ich in Köln. Ich bin Fußballspieler von Beruf. Ich spreche natürlich Englisch und etwas Deutsch. Mein Hobby ist Reisen. Fragen: Warum sind Sie Fußballspieler geworden? Haben Sie auch schon in Deutschland Fußball gespielt? In welchem Verein spielen Sie? Ich habe schon als Kind immer mit meinem Vater zusammen Fußball gespielt und bin deswegen Fußballspieler geworden. Jetzt spiele ich beim FC Liverpool. Ich war schon in Hamburg und in Recklinghausen. B. Mein Name ist Raúl Ramírez. Ich bin 44 Jahre und ich komme aus Spanien. Ich bin Techniker von Beruf. Früher habe ich in Barcelona gelebt. Jetzt wohne ich in Hannover. Meine Muttersprache ist Spanisch. Ich kann aber auch gut Englisch und Italienisch und etwas Deutsch. In meiner Freizeit mache ich gerne Sport. Fragen: Was machen Sie in Ihrer Freizeit? Gehen Sie gern ins Kino oder ins Theater? Ich mache viel Sport, Jogging und Inlineskating. Filme und Theater finde ich nicht so interessant. Ich gehe lieber ins Stadion oder in einen Club. C. Ich bin Teresa Brari. Ich bin 22 Jahre alt. Ich komme aus Albanien. Dort habe ich in Tirana als Bibliothekarin gearbeitet. Jetzt wohne ich in München, in Schwabing. Ich bin sehr gern hier. Die Leute sind einfach toll. Ich kann Russisch sprechen, auch ein bisschen Englisch und Deutsch. Mein Hobby ist Lesen und ich sehe gerne Liebesfilme. Fragen: Wie lange sind Sie schon in Deutschland? Kennen Sie auch noch andere deutsche Städte? Ich bin seit einem halben Jahr in Deutschland. Ja, ich war auch schon in München, Köln, Leipzig und Berlin. D. Ich heiße Zhou Jingxing und bin 25 Jahre alt. Entschuldigung, ich kann kein Chinesisch und ich weiß nicht, wie man den Namen richtig ausspricht. Ich komme aus China. Ich bin Lehrerin. Ich bin seit 3 Monaten in Murnau. Ich möchte gut Deutsch lernen. Ich wandere sehr gern. Ich gehe oft in die Berge. Fragen: Wie ist Ihre Adresse hier in Murnau? Leben Sie gern in so einer kleinen Stadt? Ich wohne in der Talgasse 25. Ich finde Murnau sehr schön, aber ich fahre auch oft nach München. Da gibt es mehr Geschäfte und Kinos. Sprechen Teil 2. Fragen und Antworten. 1. Formulieren Sie Fragen. Sprechen Sie zuerst die Fragen laut, dann schreiben Sie. Auf dem Tisch liegen offen 8 Karten zu einem Thema. Sie wählen 3 Karten.
Dabei müssen Sie eine leere Karte nehmen. Wählen Sie, mit welcher Karte Sie anfangen wollen. Beispiel: Thema Wohnen. Wortkarte Wo. Wo wohnen Sie? Der Partner antwortet dann auf Ihre Frage. Ich wohne in der Helene-Weber-Straße. Leere Wortkarte. Ist Ihre Wohnung groß? Der Partner antwortet dann auf Ihre Frage. Nein, ich habe nur ein Zimmer. A. Thema Wohnen. 1. Wie lange wohnst du in deiner Wohnung schon? Seit 3 Jahren. 2. Hast du ein eigenes Schlafzimmer? Nein, ich muss es mit meiner Schwester, mit meinem Bruder teilen. 3. Wohnst du noch bei deinen Eltern? Nein, ich lebe allein. 4. Wann räumst du dein Zimmer auf? Normalerweise räume ich mein Zimmer jeden Tag auf. 5. Wie groß ist dein Zimmer? Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht 16 Quadratmeter. 6. Wie gefällt dir dein Zimmer? Es gefällt mir ganz gut. B. Thema Lernen. 1. Wie lange lernst du schon Deutsch? Seit etwa 2 Jahren. 2. Was findest du im Deutschkurs interessant? Die Dialoge und vor allem die Gruppenaktivitäten. 3. Wann beginnt der Unterricht? Um 9 Uhr. 4. Findest du Deutsch sehr schwer? Ja, es ist eine schwierige Sprache. 5. Hast du Freunde im Kurs? Ja, ich habe im Kurs 2 gute Freunde. 6. Wie viele Personen gibt es in deinem Kurs? In meinem Kurs gibt es nur 8 Personen. C. Thema Reisen. 1. Wohin möchtest du fahren? Nach Skandinavien. 2. Warst du schon oft im Ausland? Nur in Deutschland. 3. Mit wem möchtest du Urlaub machen? Mit meiner Freundin oder mit meinem Freund. 4. Fährst du mit dem Auto in den Urlaub? Nein, ich fliege. 5. Wie lange hast du Urlaub? 4 Wochen. 6. Warum bist du in Deutschland? Ich möchte Deutsch lernen. D. Thema Umwelt. 1. Wie findest du das Wetter in Deutschland? Ich finde, in Deutschland regnet es zu oft. 2. Fährst du oft ans Meer? Nein, ans Meer fahre ich nicht oft. Es ist zu weit weg. 3. Was gefällt dir an Deutschland? Ich finde, deutsche Städte sind sehr interessant. 4. Wo möchtest du am liebsten wohnen? Ich würde sehr gerne in Süddeutschland wohnen. 5. Möchtest du gern in der Großstadt leben? Ja, aber vielleicht nicht für immer. Später möchte ich auf dem Land leben. 6. Welche Landschaft findest du schön? Ich mag sehr gerne die Berge. E. Thema Beruf. 1. Was bist du von Beruf? Ich bin Lehrerin. 2. Wie lange arbeitest du jeden Tag? 8 bis 10 Stunden. 3. Wie sieht dein Arbeitsplatz aus? Ich habe einen großen Schreibtisch und einen Computer. 4. Macht dir die Arbeit Spaß? Ja, meistens. 5. Hast du sympathische Kollegen? Ich habe nur eine Kollegin. Die ist nett. 6. Warum hast du diesen Beruf gewählt? Ich arbeite gern mit Kindern. F. Thema Einkaufen.
1. Wo kaufst du deine Kleidung? Im Stadtzentrum. 2. Was brauchst du für dein Frühstück? Kaffee, Brötchen, Marmelade und Milch. 3. Kaufst du viele Bücher? Nein, vielleicht eins im Monat. 4. Wann kaufst du Lebensmittel ein? Am Abend. 5. Wie viel Geld brauchst du für Zeitungen und Zeitschriften? Circa 20 Euro im Monat. 6. Mit wem gehst du gerne einkaufen? Mit meiner Schwester.